Ich habe mir eine Kamera gekauft und das ist auch der Grund, warum ich gestern eigentlich nicht dazu gekommen bin, aufzunehmen, weil ich einfach gestern ein bisschen unterwegs war, mir eine Kamera gekauft habe und jetzt angefangen habe, aus meiner Sicht den Tag zu vloggen und einfach mal so ein bisschen... Let's start again. Moin ihr zwei Soundsabiasterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und ich weiß es, Freunde, gestern ist leider die Craft Attack Folge ausgefallen. Es tut mir wirklich leid, dass ich es nicht hinbekommen habe. Aber, liebe Freunde, ich habe mir eine Kamera gekauft. Und das ist auch der Grund, warum ich gestern eigentlich nicht dazu gekommen bin, aufzunehmen. Weil ich einfach gestern ein bisschen unterwegs war, mir eine Kamera gekauft habe und jetzt angefangen habe, aus meiner Sicht den Tag zu vloggen und einfach mal so ein bisschen das soziale Experiment, nein, Spaß, so ein bisschen, einfach mal zu versuchen, wie das so ankommt bei euch. Und deswegen hoffe ich, dass das für euch eine triftige Entschuldigung ist oder eine vernünftige, denn ihr seid ja nicht so leicht zu besänftigen. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, Leute. Es tut mir leid. Wir werden auf jeden Fall heute in der Folge mal so ein kleines Update machen, denn ich habe ja im letzten Livestream ordentlich Craft Attack gespielt und ich kann euch auch schon mal die Info geben. Heute wird es auf jeden Fall auch einen Livestream geben, denn in der Zeit von 18, ich glaube bis 20 Uhr, findet ein neues Projekt, was wir hier im Streaminghaus starten, statt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. www.twitch.tv/gtimetv. Natürlich läuft es auch bei den anderen drei Jungs, beim lieben Zander, Nilo und beim Simons. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hinten zu Ölliboy, seinem Haus, und zwacken uns erstmal. Oh, was steht denn hier, meine Freunde? Es ist plötzlich eine Brücke da, die der Kevin benutzen kann. Ja, ihr seht es gerade. Ich habe im Livestream damit begonnen, endlich mal eine stylische Brücke zu bauen, die hier rüber geht zu meinem Haus. Und womit ich mich dann ein bisschen so verbinden will, damit ich dann einfach mal, ja, gechillt hier rüberkomme. Und jetzt gehen wir unserer eigentlichen Mission nach. Wir wollten nämlich zum lieben Earlyboy rübergehen und uns dort ein paar Hühnchen abzwacken. Was ich auf jeden Fall richtig cool fand, war gestern, wo der Vlog online gegangen ist, dass es einige Leute gab, die sogar gesagt haben, sie finden das richtig cool, diesen Vlog-Stil, ohne mich zu zeigen. Weil das einfach so ist, dass wenn man das Bild sieht vom Video, was ich aufnehme, man sich dadurch viel mehr auf das Bild konzentriert, als wenn eine Person vor der Kamera steht, auf die man sich dann so mehr konzentrieren würde. Finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache, dass das so gut ankommt. Uiuiui, die Dorfbewohner rasten hier förmlich aus. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch dabei. Wir müssen ja jetzt eh jeden Tag einen Vlog hochladen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich werde heute mal so ein bisschen nebenbei aufnehmen, wie ich gerade Craft Attack aufnehme und so ein Kram. Und ja, kommt auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Mir macht es jede Menge Spaß. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sich so die Vlogs entwickeln. Ich will ja auch noch so Kochvideos machen. Und es ist ja momentan eh so ein heißes Thema hier mit der Kamera und so ein Kram. Weil meine Community das absolut ungewohnt ist, dass sowas jetzt hier auch kommt. Ich bin mal gespannt, wie es sich so entwickeln wird. Ich würde sagen, wir werden jetzt heute in dem Video mal schauen, ob wir die Stelzen der Brücke dran bauen können. Um einfach mal ein bisschen vorwärts zu kommen. Denn ich muss ja sagen, ich habe das ja in der letzten Zeit so ein bisschen schleifen lassen hier in Craft Attack, ne? Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir da mal ein bisschen Gas geben, damit ich wieder vorwärts komme. Der liebe Revi ist ja auch heute abgehauen aus dem Streamerhaus. Der kommt am Samstag wieder, denn da soll ja auch live Castle Rush stattfinden. Ich glaube am Sonntag von einem Raum aus. Also Simon und Revi sitzen direkt nebeneinander, während sie Castle Rush spielen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das gut gehen kann, Leute. Ich glaube, das wird auf jeden Fall einen Toten am Ende geben. So hart das jetzt auch klingt. Aber die beiden, die werden sich auf jeden Fall nichts schenken. Und da bin ich einfach mal gespannt, was da so abgehen wird. So, wir packen uns jetzt erstmal hier so ein bisschen von diesem Holz ein. Ich werde nämlich jetzt provisorisch erstmal da die Stelzen aufbauen, wo ich die hinhaben möchte. Ich würde sagen, wir bauen hier maximal 2 Stelzen an diese Brücke. Vielleicht müssen wir die ja noch nicht mal ins Wasser bauen. Ich würde sagen, wir bauen die einfach hier vorne so hin, dass sie von hier aus, ja, dass hier eine ist. Und dann machen wir auf der anderen Seite auch nochmal so, auf der anderen Flussseite eine hin, so eine Stelze. Ich denke mal, das würde schon richtig, richtig gut ankommen. Und bin mal gespannt, wie das so am Ende dann aussehen wird. Natürlich müssen wir die Säulen auf jeden Fall oder die Stelzen noch ein bisschen schicker machen, sodass das auch wirklich passt am Ende. So, zack, 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 zack. Das klatschen wir alles jetzt hier hin erstmal. Dann haben wir das nämlich auch. Und können dann gleich mal testen, ob uns das auch wirklich alles so gefällt, wie wir das hier machen. So, dann nehmen wir nochmal das Holz. Und dann klatschen wir da einen Holzblock rein. Und hier klatschen wir einen Holzblock rein. Zack, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus auf jeden Fall. Gefällt mir.
bin mal gespannt, wie es am Ende ist. Müssen wir halt nur schauen. Wir müssen hier am besten irgendwie noch so eine Verkleidung oder so reinbringen bei der Brücke. Ich finde, von unten sieht die dann doch noch nicht ganz so schön aus. Da sollte ich auf jeden Fall nochmal mit Holz nachgehen. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr natürlich gerne jederzeit mir da Ideen zeigen oder auf Twitter einfach unter den Hashtag posten. Ich weiß gar nicht, was haben wir da immer? G-Baut, ne? Ich glaube, G-Baut oder so. Muss ich mal gucken. Ne, G-Craft haben wir genommen. G-Craft, genau. Unter dem Hashtag G-Craft könnt ihr gerne jederzeit eure Vorschläge posten. Und ihr wisst ja noch, Leute, hier war ja so ein richtig großer Berg. Da haben wir ja jetzt schon mittlerweile ordentlich Gas gegeben. Haben hier schon einiges entfernt, der liebe Zander und ich. Und wir kommen auch richtig, richtig gut voran. Also, ich auf jeden Fall. Denn ich versuche immer, jeden Tag hier ein bisschen was dran zu machen. Ist das die richtige Spitzhacke? Ja. Man sagt ja, von nichts kommt nichts. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier immer regelmäßig dran weiterbauen, damit es hier natürlich auch vorwärts geht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so am Ende aussehen wird hier mit den Gärten. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich heute erstmal, weil ich würde ganz gerne, wenn wir das Projekt fertig gestreamt haben, vielleicht danach da noch ein bisschen Craft Attack machen. Und ich werde jetzt heute gucken, dass ich endlich das mit dem Laptop eingerichtet kriege. Ich habe die Welt jetzt schick bekommen. Die Bauwelt, wo mein, also die Welt, wo der Bauplan von meinem Haus drauf ist. Und das heißt, ich kann endlich an meinem Haus weiterbauen im Livestream. Und das würde ich nämlich jetzt gerne in der nächsten Zeit fertigstellen, liebe Freunde. Und wenn ihr Bock habt, mich dabei zu unterstützen, schaltet auf jeden Fall mal hin und wieder in einem Livestream ein. Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Und dann bin ich mal gespannt, wie euch das Haus so am Ende gefallen wird, wenn es auch fertig ist. Ich bin oft gespannt. Ich weiß, Leute. Ich bin nur gespannt. Ich bin wie so ein Bogen, der dauerhaft unter Spannung steht. Oder wie ein Stromkreislauf. Ja, alles klar, der war jetzt irgendwie echt schlecht, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, der liebe Zander, der ist ja auch da momentan mit seinem Haus beschäftigt. Nachdem Simon das komplette Haus abgefackelt hat, muss der da ja auch noch einiges machen. Also es gibt hier auf jeden Fall für jeden Kandidaten eine Menge zu tun. Und ich denke, jetzt wo Revi auch wieder zurück ist, dann bald wird es auch regelmäßig bei ihm wieder Videocontent geben. Und wir werden bestimmt auch öfters wieder jetzt was zusammen machen. Dann haben wir jetzt von hier aus die finale Planung des Projektes gemacht, was ja bald bekannt gegeben wird. Lasst euch überraschen, Freunde. Wir haben da auf jeden Fall einiges noch umstrukturiert etc. Und da wird es jetzt auch bald losgehen. Und da bin ich ja mal gespannt, was ihr da so sagen werdet zu dem neuen großen Minecraft-Projekt, was geplant ist. Vor allen Dingen, wie das ankommen wird. Es ist ja lange her, dass so ein großes Projekt mal geplant wurde. Und ich denke, das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache werden. Wenn euch das Video gefallen hat, da wir nämlich jetzt mittlerweile schon ein bisschen am Ende angekommen sind, der Kevin, der hatte ich nämlich heute wieder hier verquasselt, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Vor allen Dingen, Leute, es werden jetzt täglich 3 Videos kommen, 2 Gaming-Videos und ein Vlog-Video. Und ich will versuchen, einmal in der Woche ein Kochvideo zu machen. Das will ich aber jetzt noch nicht feste sagen, ja. Ich sag das jetzt direkt nochmal extra, Leute. Das mit dem Kochvideo einmal in der Woche ist jetzt keine feste Geschichte. Denn ich muss doch so viele Dinge vorbereiten und so, damit ich wirklich vor allen Dingen professionell das Ganze aufnehmen kann. Ich will da wirklich, also bei den Kochvideos will ich wirklich eine richtig gute Qualität erreichen. Da kann ich auch jede Kritik von euch gebrauchen. Ich bin da auf jeden Fall offen für Kritik, vor allen Dingen von Leuten, die sich wirklich richtig gut mit Kameras und so auskennen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir da irgendwann mal zu einem richtig coolen Ergebnis kommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Craft Attack wieder. Tut mir leid, dass gestern wieder die Folge ausgefallen ist. Es ist einfach mega chaotisch gewesen jetzt mit der Kamerabesorgung und so. Aber dafür gab es ja gestern schon direkt den ersten Vlog. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, ihr Zerberster und Zerbersterinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.